Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen. Aber bevor wir mit den Reaction-Vorschlägen oder mit dem Vorschlag anfangen, muss ich euch leider was sagen. Da ich immer nach den Videos meine Thumbnails mache, ist mir leider was passiert. Ich schreibe mir immer eure Vorschläge auf. In ein Textdokument habe ich dummerweise das Textdokument mitgelöscht. Das habe ich mit auf dem Desktop und ich ziehe mir dann immer für Thumbnail irgendwelche Bilder, ziehe ich mir dann immer auf den Desktop. Und dabei ist es mir leider passiert, dass ich eure Vorschläge mitgelöscht habe. Also wäre ja super nett, wenn ihr mir die nochmal schicken könnt. Davon abgesehen muss ich da noch was sagen. Ich kriege sehr, sehr oft Vorschläge, sehr, sehr oft, die ich schon lange gemacht habe, vor paar Wochen, vor paar Monaten. Also guckt einfach mal in den Playlists rein, da werdet ihr die meisten Vorschläge, die ihr mir schickt, finden. So, jetzt gucken wir aber, ne? Jetzt. Genug geheult. Geto Lombardi, Macarena, wie geht's? 50er Bücher, ciao. Boah, die ist geil, Digga. Tot. Tot. Du trägst nur... Ja, sehr gut. Boah, ey, wie ich die Minecraft-Videos immer so hasse. Es gibt ja Noob vs. Pro vs. Legende oder sowas, ne? Wo ich mir so denke, also, habt ihr nichts Besseres zu tun, solche Videos hochzuladen? Weil ich denke mir dann immer so, ja gut, da bin ich halt Noob, weil ich das in Minecraft nie kann, wenn ich irgendwo runterspringe, vorneweg Wasser dahin zu machen, dass ich nicht sterbe, da denke ich mir immer, ja, das kann ich halt nicht. Na und? Ich kann auch in Modern Warfare zum Beispiel keine 360s. Muss ich das können? Ich frage, das hatte ich gerade am Wochenende mit einem Kollegen besprochen, ne? Der war ja ein paar Jahre in der Bundeswehr und ich habe den auch mal gefragt, weil er zockt halt auch nebenbei so mal COD und sowas. Und da habe ich ihn auch mal so gefragt, oh, machst du auch in Real Life, hast du damals auch einen 360 No-Scope gemacht? Und da hast du dann, ja, geil! So, ne, ist ein scheiß Beispiel, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Also ich kann ja trotzdem Spaß haben, auch wenn ich die Sachen nicht kann. Ne? Ist aber natürlich doof dann, wenn man... das Spiel überhaupt gar nicht kann, aber ist doch scheißegal. Solange man Spaß hat, ist es doch Bums. Mal Wutz muss spielen. Walkout! Jetzt ist es soweit. Halt's Maul. Brasilien. Schorsch ist mein Bruder. Und er ist spitz. Bin ich eigentlich der Einzige, der, das war jetzt vor 2 Wochen, da musste unsere Chefin so das Kind mit zu uns auf Arbeit nehmen, weil der Mann halt auch arbeiten ist und die konnten das Kind, weil es noch ein Kleinkind ist, nie alleine zu Hause lassen. Und die hat die Chefin, die hat gesagt, dass wir auf das Kind mal zwischendurch auch mal so aufpassen sollen und ich stand so da, lebt das Ding? So, also, klingt total doof, aber ich kann halt mit Kindern nicht so umgehen, ne? Ich saß dann so da, und mein anderer Kollege genauso, ne? Der hatte mir auch an den Tag erzählt, der hat auch eine Nichte, der ist schon ein bisschen älter, der hat selber keine Kinder, und der hat eine Nichte, und der sagt mir auch immer so, ja, da kann er mit ihr nicht so wirklich umgehen. Also er weiß halt nicht, wie er mit ihr umgehen soll. Und die weint immer bei ihm. Immer. Weil er immer so guckt. Und die weint immer. Sobald ich den sehe, weint die. Es ist halt so geil, ey. Spitz. Spitz. Heute werde ich dir beibringen, wie man eine Blume malt. Zuerst malst du mal einen Kreis. Noch nicht mal, das kann ich da bin ich schon. Da bin ich schon draußen. Der Baum ist wunderschön. Danke, dass du ihn den ganzen Weg nach Hause getragen hast. Das ist doch gern. Ich schaff das ja noch nicht mal, einen Kreis zu malen mit dem Zirkel. Selbst das kriege ich nicht.
Weil ich bin damals in der Schule immer mit dem Zirkel abgerutscht oder so. Und jetzt schmücken wir ihn. Peppa hängt Matt an den Baum. Wie Matt. Schön, das glitzert. Schorsch hängt die Kugeln auf. Fertig. Habe ich auch immer gerne gemacht. Hier ist eine kleine Stärkung. Den Weihnachtsbaum habe ich auch immer übelst gerne dekoriert. Das Problem war einfach nur, ich habe mehr Kugeln kaputt gemacht als dran gehangen. Als kleines Kind. Ich habe immer so viel. Und da war meine Oma immer so stocksauer, weil das waren Kugeln hier. Die hatte sogar ihre Oma. Ne? Von meiner Oma, die Oma hatte die Kugeln noch. Also richtig, richtig alle Kugeln. Für den Weihnachtsmann. Merry Christmas. Schönes Minecraft-Geräusch. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn Annabelle. Sie schlafen geht. Annabelle. Für mich dasselbe, bitte. Annabelle. Pogges. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Nein. Oh ja. Walkout. Ja. Was? Es hat sich schon gelohnt. Ich feiere dich. Brasilien. Rührt den Weihnachtspudding und wünscht euch was. Rennauto. Oh, nicht sagen, was es ist. Hier sind ein Stück Kuchen und ein Glas Saft für den Weihnachtsmann. Bruh. Hallo, verrätst du mir? Bin ich eigentlich der Einzige, der übel schnell als Kind gemerkt hat, das habe ich glaube schon mal erzählt, ne? Ich habe das schon mit 6 Jahren oder so mitbekommen, dass der Weihnachtsmann nicht echt ist. Ich hatte nie Bock auf den, weil mein Bruder und ich, wir waren halt im Kindergarten kleine Pflege, ne? Wir haben uns im Kindergarten damals nicht an die Regeln gehalten und Real Talk, der Weihnachtsmann hat uns mit der Rute zusammengeschlagen. Ist noch so nebenan ein Witz, aber es ist halt wirklich so. Der hat so eine böse Liste gehabt, so. Dann mussten alle Kinder, die immer fast immer böse waren, vor. Dann musste ich auch vor. Dann aber in die Fresse bekommen. Papa, hast du das etwa vergessen? Nein, nein, nein. Das ist Frau Mimmels Porzellanladen. Da wären wir! Ein Bulle im Porzellanladen. Ich habe meine Porzellankanne kaputt gemacht. Können Sie die reparieren? Mutti. Jetzt nicht mehr. Im Post. Wir reißen die Straße auf. Wenn George und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Wir kümmern uns um Goldi, solange du im Urlaub bist. Hier ist Goldi. Aber fütter sie nicht so viel, Oma. Ich bin ja immer noch der Meinung, das ist eine absolute Tierquälerei, ne? Wenn man so einen Goldfisch hat und einfach in so einen scheiß Kleinklaus. Das ist für mich übelste Tierquälerei. Viele sagen ja, er ist nur ein Fisch, aber. Nee. Das. Nee, geht nicht. Ich finde immer. Ich weiß nicht. Nee. Für mich muss ein Aquarium ordentlich aussehen, schön groß sein, ne, schöne Wassertiere rein, schöne Wasserpflanzen rein und sowas. Aber das. Also, wie schon gesagt, viele von euch werden schreiben, hey, ist doch nur ein Fisch, ne? Aber ich finde, das ist Tierquälerei. Bitte sie nicht so viel, Oma. Das, liebe Fische, was an der Stelle kommt. Okay, Peppa. Da kommt Herr Bulle mit seinem Taxi. Fake Taxi. Bringt Peppa und ihre Familie zum Flughafen. Hallo, Papa Wutz. Lass mich doch den Koffer füllen. Ist das bescheuert? Oh, ist der schwer!
ist der Flughafen. Wieder schlafen und rein durch. Walk out! Junge, raff dich doch mal, Chef Strobel. Tja, ich wollte schon wieder Brasilien sein. Ich fürchte, der Koffer ist ein bisschen schwer. Keine Sorge, schmeißen Sie ihn einfach auf die Waage. Die stellt er erst hier drüben auf und versucht anschließend, die Kegel mit diesem Ball hier umzuwerfen. Erster! Junge, raff dich doch mal, Chef Strobel. Er war aber nicht schlecht. Er war richtig, richtig, richtig geil. Hat mir gefallen. Ja. Und auch hier, was ich ein bisschen schade finde, dass hier das Fake News verteilt werden, weil die Erde ist eine Scheibe. Ganz klar, ist, die Erde ist eine Scheibe. Und wie war nochmal die Theorie? Das ist ja meine eigene Theorie. Also ich glaube ja dran, ich habe es aber vergessen. Dass die Echsenmenschen dann unten leben. Ja, das sind ja alles Unterwasserbilder von der NASA. Das sieht man ja. Genau, das finde ich halt ein bisschen schade, dass die Leute immer noch damit aufgezogen werden. Aber naja, so werden wir halt manipuliert. Ne? Ihr müsst es halt nicht glauben. Ich weiß, dass die Erde eine Scheibe ist. Ich weiß jetzt schon, wie viele mir das abkaufen, dass ich das ernst meine. Ja. Und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.